ich fahre gerade mit zwei Kollegen zum Sportschießen. Wir sind heute das zweite Mal dabei. Heute gehen wir auf den Langwaffenstand, 50 Meter, schießen da liegend mit verkleinertem Spiegel. Wahrscheinlich, wie es aussieht, werden wir eine Lee Enfield im Kaliber 303 British schießen. Und das Ganze dient einfach dazu, dass den beiden mal vermittelt wird, wie man mit den Waffen umgeht, welche Disziplinen es so gibt und ob die vielleicht generell Interesse daran haben, sportlich zu schießen. Das Ganze auch dann ein bisschen zum Wettkampf. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja, wir sind jetzt hier am KKSV Heinrichsthal angekommen, am Vereinsheim, und gleich geht's los. Jetzt eine Uhr. Ja, so schwer zu sagen, weil hier sind. Also, ja. Wenn man das eine geschafft hat, schafft man dies auch. Die ist jetzt ein bisschen stärker. Ja. Also die Patrone, wenn man sie fangen und ins Magazin drücken, ne? Ja. Eindrücken. Ja, die rutscht. Kann ich dann mal ausprobieren? Ja, ja, deswegen sind wir hier. Keine Angst haben. So weh tut es denn auch nicht. So, jetzt den Scheibe gucken, ne? Dabei achten, dass das Gewehr nicht über diese Kante rüber geht, sonst wird es mit der Scheibe zurückgekickt, ne? Ja, leicht hoch ist aber schon mal in Ordnung, kann man schon mal machen. Jeder hält ja ein bisschen anders. Fehler haben wir natürlich gemacht, man macht den Verschluss natürlich auf. So. Ne? Ja, aber nicht schlecht. Komm, dann machen wir den mal noch einen neuen Verschluss aufmachen. Ja. Jetzt weiß er, wie es und geht. Scheibung. Ist das jetzt schon so eine heftige oder ist das eher so eine etwas lockere? Geht. Also ist schon gut. Also alles klar, das passt schon. Ne? Mhm. Wenn man jetzt, die Höhe kann man korrigieren hier mit dem Spindeldiopter. Wenn man jetzt sieht, würde die jetzt runterholen, dann wären das auf jeden Fall schon mal zwei Achter oder eine 7 und eine 8. Also genauso weit anhalten, die Einstellung kann man dann hinterher vornehmen. Okay. Ist auch noch im Rahmen, ist durchaus in Ordnung. Fürs erste Mal ist das alles super. Der hier, ne? Du hältst aber immer gleich an, ne? Ja, ja, aber gerade anders gehalten. Nee, brauchst du nicht, weil dieses das Einstellen macht man hinterher, ne? Du musst ja jetzt erstmal gucken. Jetzt gerade ein bisschen höher in der Schulter drin. Ach so. Das war jetzt auch angenehmer. Ja, denn das ist natürlich klar, denn das solltest du auch machen. Ne? Also, darf. Siehst du? Schon beisammen. So. Jo. Mit der Die hat jetzt ziemlich langen Weg, das ist ein bisschen limitiert. Ja, das ist. Genau. Müsste eigentlich rausschneiden, musst du nochmal probieren. Wir können es ja, ach nee, die kriegen wir jetzt. Ja, das ist doch, der ist jetzt rechts, aber wie gesagt, das ist alles in allem. Jetzt, wenn du jetzt anders angehalten hast, okay. Mhm. Na, aber es ist alles im Rahmen. Ne? Also fürs erste Mal ist mehr wie gut. Ne? Willst du noch 5? Wie bitte? Noch 5? Och, lass erstmal André, oder? Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, das ist kein Zwang. Das ist, du musst es. Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, dann suchen wir lieber was anderes. Also man muss sich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, ne? Weil, lieber?
weil so eine Waffe natürlich relativ viel Rückstoß hat, dadurch, dass der Verschluss halt sich nicht bewegt irgendwie und irgendwas abfängt. Wie sieht das aus? Ich merke das ja nur. Aber wie... Kannst du dir später auf dem Video angucken. Ja, dann ist das. Also es ist aber so, wenn du die vernünftig einziehst, vernünftig hältst, dann ist das machbar. Die ersten drei waren kacke, da hatte ich die zu tief die ganze Zeit, weil die sind mir immer weggerutscht. Ja, ich hatte sie ja immer gesagt, du sollst so schön, ja. Ne? Ja, ja. Das ist aber irgendwie... Ja. Und die anderen beiden, die hatte ich dann jetzt höher angesetzt, das war viel angenehmer. Ja, da gehört auch ein bisschen Erfahrung zu. Also ich habe nach 60 Schuss oder so, hatte ich es ungefähr raus, dass ich auch keinen blauen Fleck mehr hatte. Also ein bisschen Erfahrung einfach, dann kommt einfach das. Einfach probieren oder... Ja, ein Schuss. Ja, komm. So, ne? Das Loch umkreist das Schwarze, das Korn steht mitten im Loch und mitten im Schwarzen, ne? Ist jetzt nicht geladen, ne? Du kannst einmal trocken abschlagen, zack, ne? Schön in die Schulter einziehen, also richtig genau, und jetzt, zack, das war sehr schnell. Ach, das geht! Der war daneben! Der kam jetzt sehr schnell, ne? Also muss schon so ein bisschen Verschluss machen, mal auf. Ne? Ach ja, Entschuldigung. Ne? Seitlich. Der... Vielleicht nach links oben. Das ist der da. Der ist das, ja. Ja, meinst du, ich meine, der wäre gewesen, ne? Der war das, ja. Einer, zwei. Der hier? Ja. Naja, okay. Ja, wollen wir laden? Also beim Abziehen mach nochmal zu. Beim Abziehen hast du jetzt erstmal hier diesen Vorweg, ne? Du musst nicht gleich so, das ist jetzt der Druckpunkt. Wenn du dann im Ziel bist, dann ziehst du langsam weiter durch, ne? Du hast eben mal auch viel zu schnell. Okay. Wissen wir welche? Ja. Wollen wir laden? Ja, komm. Aber ich merk's. Ja, klar, ein bisschen ist immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hier... Nö, also wehtun tut's nicht. Und das ist, du musst immer schön hier oben rein, was wir eben gemacht haben und dann, ne? Nicht so durchreißen, ne? Auf den Druckpunkt gehen und dann, ne? Wenn du durchreißt, dann geht es dann um das Sportliche. Auf jeden Fall hier oben, der hier, ne? Ja. Ja, okay. So, wie war es denn, das erste Mal Gewehrschießen? Ja, heftig. Hat Spaß gemacht? Ja. Würdest du nochmal machen? Ja, klar. Ja, cool. Dann sehen wir uns vielleicht nächsten Mittwoch. Ja, klar, wenn ich hier aufgenommen werde. Schauen wir mal. So, wie war's heute? Erste Mal Gewehrschießen? Gut. Schmerzhaft, aber gut. Was hast du geschossen? Lee Enfield. Ja. Und bist du mit der Visierung gut klargekommen? Das ist ja so ein Spindel, die Opta. Ja, war gut. Musste mal ein bisschen anders einstellen, war aber gut. Ja, okay. Und Liegenschießen, war das ein Problem? Oder? Nein, war gut. Ich denke, besser als sitzend. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe nämlich im Sitzen geschossen. Ja, gut. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Es war ein schöner Abend. Wir haben den Abend noch ein bisschen gemütlich ausklingen lassen hier, haben noch ein Bierchen getrunken zusammen. Ich hoffe, man hat ein bisschen gesehen, dass das Sportschießen eigentlich nichts irgendwie mit Rumballern zu tun hat oder so, sondern dass es alles relativ kontrolliert und ruhig abläuft und es auch durchaus einen sportlichen Aspekt beigibt. Man hat es ja gesehen, Werner Grische, unser erster Vorsitzender, hat den beiden Neulingen beim Schießen das ja auch super erklärt. Und ich war auch ganz überrascht, die beiden haben so wirklich fürs erste Mal relativ gute Ergebnisse geschossen. Also alles wirklich im Rahmen. Da ist wirklich Potenzial drin. Die beiden haben jetzt auch sich entschlossen, dem Verein beizutreten. Das finde ich natürlich positiv, weil gerade junge Menschen in Schützenvereinen oder Sportschießvereinen immer seltener werden und wir um Nachwuchs ringen. Und deswegen finde ich es gerade sehr gut, dass die beiden eben mit Anfang 20 sich jetzt dazu entschlossen haben, diesen Sport auszuüben, beziehungsweise da nochmal etwas näher reinzuschnuppern.
Und ja, das freut mich natürlich. Also das bringt den Verein nach vorne, das bringt uns alle nach vorne. Bleibt nur noch zu sagen, danke Werner, du hast es wirklich super gemacht an dem Abend, hast die Zeit für uns genommen und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. I'm existing because I'm on the surface, I'm in the rocky side.